Wir hatten heute in der Ratssitzung nachgefragt, wie es um den Wohnungsbau, die Wohnungsbauplanung in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren steht. Der Herr Oberbürgermeister hat in seiner Etatrede ja wild erzählt, wo er überall tätig wird. Wir wissen jetzt, dass in den Jahren bis 2016 circa 9000 Wohnungen geplant sind, gebaut werden sollen. Es sollten ja eigentlich jedes Jahr 2400 gebaut werden, aber immerhin 9000. Davon allerdings nur circa 6% geförderter Wohnraum. Das ist natürlich, wenn man das sich umrechnet, sehr, sehr wenig, bezogen auf dieses riesige Stadtgebiet. Das Thema bezahlbarer Wohnraum ist ja auch wieder aufgetaucht. Mit einigen Investoren wird darüber angeblich gesprochen. Deutlich geworden ist heute, sie meinen tatsächlich knapp unter 10 Euro kalt. Das ist bezahlbar, fragt sich für wen. Sie hoffen nach wie vor darauf, dass die Leute, die dann aus den Wohnungen ausziehen, in teurere Wohnungen, dann billigere freimachen. Kein Mensch weiß, ob das statistisch stimmt, eigentlich eher nicht. Ja, im Grunde genommen wissen wir jetzt ziemlich genau, was sie glauben, was sie an Wohnraum haben werden. Wir werden das natürlich sehr kritisch begleiten, denn jede Wohnung, die gebaut ist, ist eine, die da ist und nicht eine, die geplant oder herbeigeredet wird.